Moin Moin und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2022. Letztes Mal haben wir ein Feld gekauft mit Weizen, haben das geerntet und wollten daraus direkt Geld machen. Dann habe ich das zum Bahnhof hingefahren. Dort steht ein Silo, da habe ich das abgeladen, um festzustellen, dass das Silo gar keine Verkaufsstelle ist, sondern es ist ein Silo, das wir nutzen können als Silo. So, der Plan für heute ist, wir holen unseren Trecker, gehen zum Silo oder laden den Hänger wieder voll und werden das woanders hinbringen, wo wir es verkaufen können. Und dann werden wir mal schauen, dass wir noch ein bisschen Land kaufen. So, immer meinen Trecker hin. Ich hoffe, hier ist kein Teich, in dem ich reinfallen kann. Umweltverschmutzung. Aufsammeln. Du hast ein Pferd gefunden? Ach so, cool. Sammelobjekt. So, dann können wir den nämlich direkt noch mal wieder voll machen. Weizen. Ja, gib ihn. Oh, wie das da reingeht. Der Hänger ist voll. Dann fahren wir. Wo können wir es denn verscherbeln? Statistik. So, wir kriegen. Hier kann ich nicht hinfahren. Das habe ich ja schon herausgefunden. Johnson's Farmer Market. Preis steigend. Wo haben wir den denn? So, Vollspeed im Eiltempo zum Verscherbeln. Zu Johnson's Farmer Market. Wir brauchen nämlich Geld und von dem Geld kaufen wir uns neuen Acker. Wir brauchen ganz viele Trecker. Das hier ist eine Sackgasse. Ich könnte auch einfach auf die Map gucken, dann würde ich das sehen. Blinker habe ich nicht, ne? Aber gute Bremsen. So, Bahn ist frei. Abfahrt. Ich sehe nix. Wird schon nichts kommen. Wenn du auf dicke Hose machen willst, weil du Leistung unterm Arsch hast, muss Landwirt werden. Hoffentlich nimmt er das auch. Aber hier müssen wir hin. Kommt hier kaum hoch. Eigentlich muss ich das doch hier reinschmeißen. Und dann gibt es Schotter. Dann sind wir reich. So ein Riesenhänger voll Weizen, das muss Geld geben. Oh, da klingelt die Kasse. Jetzt machen wir richtig Umsatz. Ah, ein paar tausend Euro haben wir gekriegt, aber so viel? 11.000. Aber wir haben ja noch Ernte auf dem Feld. Dann holen wir den Rest auch noch ab. Ah, da brauche ich ja definitiv. Also, wenn ich reich werden will, ich habe mit 1,15 angefangen, ey. Wenn ich reich werden will, brauche ich aber noch ein bisschen Acker. Das ruhige Landleben, kaum Autos. Oh, hier ist ja noch gar nichts weiter getan. Der ist auch noch voll da hinten, ne? Den müssen wir erstmal entladen. Mach meinen ganzen Scheiß kaputt. So, jetzt kommt die Hängerlogik. Wenn ich so rumfahre, bewege ich den nach da und so bewege ich den. Genau. Ach ja, alles kaputt, mein schönes Geld.
das passt. Die ganze Kohle, die ich da verbrezelt habe. Alles kaputt gebrezelt. Das hat doch ein Helfer gemacht. Wieso hat denn der hier den Rest immer weggelassen? Ach, der kam nicht weit genug. Und wenn der gedingst hat, gewendet. Doch, der kommt doch weit genug. Wir können doch einmal bis zum Zaun fahren. Gut, dann muss ich da später noch einmal quer lang gehen. Jetzt kommen wieder meine Rückwärtsfahrskills. Ich bin absolut scheiße im Rückwärtsfahren. Okay. Andere Idee. Was lange wird, wird langsam gut. Nee, endlich gut. Uli! Bist du noch da? Als hätte ich's geahnt. Du Sigrid, aber diesmal machst du einen ganzen Acker, ne? So eine Flächen hier, das will ich. Ey! Ey, skrupellos, die Frau. Der darfst du bei der Arbeit nicht im Weg stehen. Ey, Uli hat Feierabend gemacht, der ist fertig. Und sich ja gar nicht in den Weizen wegzuschmeißen. Wegzufahren. Geld ist Geld. Geisterfahrer. Entschuldigung. Wo fahre ich denn lang? Wo bin ich denn hergekommen? Hier muss ich rechts. Mist, ich habe die Ausfahrt verpasst. Ich bin noch nicht da. Ich habe schon wieder die Ausfahrt verpasst. Muss ich einmal wenden. Bin ich jetzt doof? Boah, wie geil ich rückwärts fahre. Da sind wir wieder. Bei der frischen Produktion. Was ist denn hier los? Schaulustige oder hat's geknallt? Schaulustige. Ey, wenn die da noch im Trecker sitzt. Will die mich verarschen? Ey! Dein Rumgestehe kostet mich hier einen Haufen Kohle. Da hätte die doch mal kurz den Mähdrescher wegfahren können. Und dafür will die bezahlt werden, dass die hier rumsteht und wartet, dass ich die Karre wegfahre. Oh. Entschuldigung, Männers. Die schimpfen mit mir. Waren das jetzt echt Schaulustige? Nee. Wir haben jetzt alles gegruppt. Düngen. Ich muss das düngen. Brauche ich eine Düngermaschine? Das kostet ja wieder Moneten. Ich bin ja pleite, bevor ich reich bin.
Was dünge ich denn da so mit so einem Kacke-Anhänger, wa? Und der hat immer auf, ne? So, jetzt brauchen wir so einen richtigen Kackewagen. Güllefässer. Düngerstreuer. Was ist denn besser? Nur so ein kleiner, der kostet nur 22.000. Boah, ist der komplett voll mit Kacke? Eieiei. Der kostet 25.000. Aber eine Breite von 42 Metern und fährt 18 km/h. Das ist so viel besser. Ich kauf den jetzt. Ey, wo ist denn hier der Kackdünger? Korn, Kali, Mineraldünger. Kaufen. Ja, gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Wie mache ich den hier rein? Gehört auch mir. Der ist leer. Düngerstreuer auffüllen. Das ist ja praktisch. Ein Big Bag sind nur 30%. Da hole ich nochmal zwei nach. Okay. Big Bags. Korn, Kali, Mineraldünger. Zwei. Nehmen wir. Ab zum Acker. Jetzt wird gedüngt, Baby. Da ist noch der Helfer drin. Oh. Ach so, hier ist noch ein Streifen. Wow. Wer hat denn den Mähdrescher da so beschissen hingestellt? Jetzt muss ich als Chef selber tätig werden. Ja, das sieht gut aus. Oh oh. Jo, passt. Das hat die nicht hingekriegt. Traurig. Weil dafür ist gut rumgefeuert. Also jetzt muss ich ja wieder gerade. Sieht nicht schlecht aus. Okay, ich senke den jetzt. Wir kommen die Ecke auch. Wir nehmen alles mit. Ein Stück weiter raus hier. Ich sehe das Ende gar nicht. Da wurde gepusht. Alter, wie ein Bulle pisst. Schlangenlinien. Könnte noch weiter rüber, ne? Ich krieg doch alles weg hier. Die letzte Bahn. Wenn wir hier einmal irgendwie einen Bogen fahren. Das war das, was hier noch fehlt. Ich sehe nichts. Auch noch wegkriegen. Nicht perfekt, aber fürs erste Mal. Ja, zumindest bin ich immer im Feld geblieben, ne? Muss ich aber noch mal eine Bahn zurückfahren. Da sind überall Flecken drinne, dann wächst da nachher nichts. Hier wird nicht gepusht. Was denn für ein Lohn? Ich habe die eine rausgeschmissen. Jetzt scheiße gearbeitet. Da gibt keinen Lohn. Da muss man auch mal ans Geschäft denken, ne?
Ach, der eine Fleck ist mir egal. Ganz schön viele kleine Steine drin. Aber hier steht ja nichts groß von Reparaturkosten, ne? Irgendwie glaube ich aber, dass mein Trecker eigentlich nicht für so einen großen Flug gedacht ist. Ich weiß nicht, das sieht so falsch aus, weil der so riesig ist. So, hier noch einmal zurück und dann haben wir das ganze Feld. Schick, schick. Fertig. Erstmal Rundumbeleuchtung hier. Weiß ich nicht, der spritzt ja ein paar Meter, ne? 42. Insgesamt denke ich aber mal. Also so 21 pro Seite. Oh, 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 voll die Verschwendung. Der spritzt ja viel weiter. Und das für ein krasses Teil. Okay, jetzt nochmal. Reicht das? Vom Abstand? Raus. Ich denke, ne? So. %50. Ja, schick, der fährt hier zweimal rüber, der ist so ratzfatz fertig. Hier, bis zum Rand ist er gekommen. Dann passt das doch. Ah, hier, der kommt da schon zurück. Ist schon fast der ganze Acker fertig. Der ballert aber auch hier rüber. Und Jochen, klappt alles? Kriegst das Feld heute noch fertig? Jetzt verschwinde, du Affe! Ich hab nicht ganz Dachzeit! Ja, ich gehe ja schon. Oh, der holt aber weit aus. Jetzt erzähl mir nicht, du kommst da nicht dran vorbei. Ach, komm. Komm. Ist ja wohl nicht dein Ernst. Geh mal weg hier, Jochen. Zeig dir mal einen Trick. Schon wieder so ein Schaulustiger. Kann hier nicht fahren. Jochen, du bist gefeuert. So. Machen wir hier einmal rum. Zack. Wer ist jetzt da drinne? Oh, Marie macht jetzt den Acker. Dann lübt das. So, weg, ja. Na gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal fangen wir an, den Acker zu sehen und neuen Acker zu kaufen. Ist schon ein bisschen spät. Dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.